So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Rise of the Tomb Raider. Hier mitten im Kampf, keine Ahnung, jedenfalls ballert es hier definitiv noch rum. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Okay. Das kann sie nicht lesen. Stimmt. Byzantinische Schrift. Ich vergaß, das konnte sie nicht lesen. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, irgendwie hier hoch. Irgendwie hier so lang. Denke ich. So. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Oh ja, super. Sehr stabil offenbar. Das ist Wahnsinn, ich würde da niemals rüberspringen. Lara, ich bin hier. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie. Ich erledige ich. Das kann ich. Okay. Nein, oh Gott, nein. Lara, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Gott sei Dank. Hier. Okay, graben wir mal unten drunter durch. Ich werde beschossen. Dem schon Wichsern. Ach komm. Bitch. Haben wir's? Nee, irgendwo ist einer. Oder? Nee. Okay, das ist gut. Ja, die Leute, die uns hier helfen wollten, sind dann leider Gottes auch wirklich relativ schnell hops gegangen. Ja gut, klar. Ey, was willst du denn mit Pfeil und Bogen, wenn die Leute hier mit Maschinenpistolen ankommen? Das funktioniert nicht so ganz. Zumindest nicht auf Dauer. Ganze Scheiß einsammeln hier. So, wo muss ich denn hin? Ach so, okay, ich muss das Ding kaputt machen. Läuft. Soll ich mal einen neuen herstellen? So sicher ist sicher. Runter! Entdeckung! Scheiß! Also sie sind motiviert, das muss man ihnen lassen. Sie sind definitiv motiviert. Aber nicht mit der Kitty. Das läuft nicht. Freunde, das läuft nicht. Mistkerl! Headshot und so. Genau da.
Ist da noch einer? Ich glaube ja. Oder? Nö. Heil noch mehr da. Na gut. Das ist meine Baby-Shotgun. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Sie sind hier. Geschafft. Alte Falte. Schon unterwegs. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Eieieiei. Okay, Fähigkeitspunkt. Leichenfallen speziell. Nee. In Basislage. Ja, nee. Irgendwie nicht so. Tod von oben habe ich bisher sau selten benutzt, weil ich halt mehr Konfrontation suche. Also manchmal denkst du dir, brauche ich das wirklich? Ist das wichtig? Ist das notwendig? Okay, Upgrades. Ah, meine Hackebeil kann ich schon mal wieder upgraden. Das finde ich gar nicht so kacke. So, die Masse erlaubt sofortige Aufstellung von Türen und Truhen anwenden bei allen Äxten. Ja, immer her damit. Immer her mit dem Scheiß. Ein Gegner. Ein Gegner. Ernsthaft? Ich habe den anderen Typen getroffen. Das ist ja lustig. Ah, nein, halt stopp. Halt stopp. No. Okay, das war jetzt nicht ganz so schön, wie ich es geplant hatte. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Ach, wieder so ein Typ. Oh, ne. Das Gesicht, Junge. So. Oh ja, oh, darf ich bitte? Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Werfen wir doch einfach. Oh ja, das bin ich. Das war's schon, ne? Okay. Position halten. Aua. Die Verstärkung ist hier, nagelt sie fest. Verstärkung, ehrlich. Jetzt getroffen.
Ja, ich bin getroffen, aber... Versucht es nur. Na los! Okay, das war etwas... Ah! Radikal, aber... Aber es funktioniert. Feind entdeckt! Natürlich kommen jetzt die dicken Leute. Ich stehe unter Beschuss. Oh shit. Ah, nein! Alter! Das sind Schrotdinger. Die könnten hier überleben. Du musst mich verarschen. Die Granate prallt an dem ab. Och, Junge. Wo ist denn der andere? Ist der schon tot? Gut. Jacob. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte. Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Hey. Och. Was ist los heute? Ja, geil, jetzt habe ich Explosivpfeil vor. So. Oh ne. Oh ne, die Kackaxt. Juhu. Die ist nämlich auch richtig bescheuert. Also manchmal will sie, manchmal will sie nicht. So nach dem Motto funktioniert diese. Manchmal hat sie nämlich keine Lust, die Kante zu greifen. Und dann springt Lara wieder in den Freitod. Von daher. Mal gucken, ob es diesmal klappt.
Boah. Wo muss ich denn nach oben? Nee. Ah! Oh, das war ein bisschen knapp. Okay. Ja, offenbar hält das Ding auch an Wänden, was ich aber... ich glaube nicht, dass das immer funktioniert. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, sagen wir es so. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Okay, erstmal aber ab ans Lagerfeuer. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich glaube, das ist halt so ein Geheimnis, was du nicht, definitiv nicht mit der Welt teilen solltest. Ja. Genau das meine ich. Genau davon habe ich mich vor. Das ist nicht schön, manchmal. Oliver, komm jetzt aber. Ist was. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Da mag jemand wohl keine Ratten. Verständlich. Ich mag die Dinger auch nicht. Wieso habe ich nie eine Laterne? Oh Gott. Oh, da unten ist Zeug. Aha, Zeug. Meins, meins und noch mehr meins. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Hm. Oh, es ist schön. Es ist so schön. Lara. So. Von hier aus schaffst du es aber. Oh Gott, nein, sie schafft es nicht. Es ist, ey, ohne Spaß. Also das meine ich aber, ne? Genau das meine ich. Wieso kann ich mit einem Stuhl interagieren? Warum geht das? Oh Gott, Lara, steh auf. Danke. So, jetzt aber. Da liegt schon wieder was.